Rentenerhöhung 2023 startet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie sehen es, ich lächle ein bisschen und freue mich. Heute ist der 10. Mai 2023 und ich habe heute den ersten Altersrentenbescheid bekommen. Und in diesem Altersrentenbescheid wird die Altersrente, die tatsächlich auch zum 1.7.2023 beginnt, mit dem neuen aktuellen Rentenwert 37,60 € berechnet. Das heißt, die hier zuständige deutsche Rentenversicherung, die den Rentenbescheid in Berlin ausgestellt hat, hat schon die persönlichen Entgeltpunkte für die Monatsrente mit dem neuen Rentenwert 37,60 € vervielfältigt und heraus kommt die Monatsrente. Das heißt also, jetzt geht's los. Die Rentenerhöhung 2023 wird aktuell von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung schon umgesetzt. Vor allen Dingen, ich vermute, bei den Erstrentenanträgen wird diese Geschichte jetzt in den neuen Rentenbescheiden, die jetzt kommen werden, umgesetzt. Bei den Bestandsrentnern müssen wir noch ein bisschen warten. Da geht es wahrscheinlich Mitte Juni los mit der Rentenerhöhung. Dann kommen die neuen Rentenanpassungsbescheide. Und wenn da die Welle losgeht, wenn dort die deutsche Rentenversicherung oder der Postrentenservice sozusagen auf den grünen Knopf drückt, werden wir auch davon berichten. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2023 finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.